Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen PvP-Video in der Superliga wieder. Ja, also ich bin wieder abgeschmiert ein bisschen von den Punkten her, also jetzt wieder unter 2,7 runter. Ja, mal gucken, also ich versuche ihn wieder zu fangen, aber schauen, ein paar Tagen ist ja wieder jetzt die Rotation zur Hyperliga. Gucken, wie es dann so läuft, aber heute mal mit Flunschstick in der Führung und dann doppelt, sehr schwach gegen Elektro und dann halt eben auch gegen Gestein. Dementsprechend gucken wir mal, wie es läuft. Und aber ich glaube, im Grunde sieht das schon nach einem spaßigen Team aus. Ich werde wie immer alles geben. Wir sehen hier einen Knuddelhof. Und ja, machen schon mal ein bisschen Vorarbeit, glaube ich. 5, 6, 7. Gehen jetzt in, muss gerade mal überlegen, wahrscheinlich Plipper, denke ich. Denn das Mantax hebe ich mir noch auf für später. Bis jetzt bei 5. Okay. 5, 6, 7, 8. 1 vor Orkan. Also weiß, dass es kein Orkan ist hier. Aber ich gehe auch mal auf Meteorologen. Okay. Ich glaube, es ist schildig. Denn Zubiris wollen wir schon weg haben, wir eigentlich. So. 9, 10, 11, 12, gleich eine Gewinner, wie wir gerade gesehen haben. Und wir schauen einfach mal hier. Soll ich jetzt wieder schilden? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, weil ich glaube, du outspeedest mich dann. Und, oh, kriege ich das noch hin? Nee, ne? Schade. Aber ja, wir schauen mal. Ich glaube, jetzt gehen wir einfach mit Mantax rein. Siehst du, mein ganzes Team ist blöd, aber... Okay, da ist nur der Schmarotzer. Ja, weil Flunschstick runterfahren ist nicht so gut, aber hier geht schon ein bisschen besser. Dementsprechend gucken wir jetzt einfach mal. Und hier muss, glaube ich, die Energie auf. Oh, ja, nicht gut. Deswegen wolltest du den Wechsel holen. Natürlich sehr clever war. Machen wir den hier. Ja, mal gucken, ob das Schild ist. Sehr gespannt. Na, ja, macht aber nicht genug leider hier. So. Das ist ziemlich viel Energie. Lass mal gucken, wie wir das jetzt machen. 3, 4, 5, 6, 7. Also ob runterfahren gegangen wäre. Ja, mal schauen, wo das Schild ist. Na gut, einen Ladeschuss sollte ich vielleicht schon landen. Frage ist, wirst du das schilden? Und du schlaubst wahrscheinlich nicht, weil du kannst eh mehr als einen tanken. Ich mach das jetzt einfach mal so. Okay. 1, 2. Schade. Ja, glaube ich, wichtig gewesen, weil jetzt wird es, glaube ich, kritisch. Ich kann nicht zwar absenken, aber ich mache kaum Schaden, also der wäre schon sehr lecker gewesen. Aber ich sehe gerade meine KP, nee, ich glaube, ich surrender, weil ein Spukball wird reichen und dementsprechend wird es, glaube ich, nichts mehr, ne? Naja, nee, ich glaube, es wird nichts mehr und GG. Hätte ich das Flunschstick irgendwie auf dieses Apokalypse bringen müssen. Ich weiß nicht genau wie, aber schon nicht schlecht hier, Knuddelhof doppelt Geist, also macht schon Sinn, ne? Knuddelhof doppelt Geist macht schon Sinn. Naja, schade, aber ja, wir geben nicht auf, ne? Also ich glaube, das Team in der Theorie kann das schon gut klappen. In dem Sinne schauen wir mal weiter. Oh, da wie gesagt, also am 27. ist ja, glaube ich, jetzt die Rotation zur Hyperliga. Physik-Cup bleibt ja in der Superliga Edition erhalten. Mal gucken, vielleicht würde ich dann da auch eventuell wieder switchen, aber ich glaube, so Hyperliga ist auch nicht schlecht, also macht auch Bock. Und ja, mal gucken, ne? Also könnt ihr sagen, was ihr so zockt dann. Deswegen, ja. Aber ja, Superliga schon schwitzig. Ich meine, wir haben es oft genug gesehen, aber ja. Wir bleiben wie immer dran. Sehen dieses Deoxys und gehen, glaube ich. Ja, du hast vielleicht Donnerblitz. Ist nicht so geschmeidig.
Gehen wir hier. Das ist die Frage. Tox ist natürlich sehr eklig für dieses Team. 10, 11. Also Psycho würde schon gern chillen, aber vielleicht köderst du. Also ja, also in Anführungsstrichen ködern. Komm, ich schild einmal, falls es ein Psychub ist. Und da. Ne, Donnerblitz. Ha, das ist nicht so gut. Na, jetzt wahrscheinlich der Psychub. Ja, sieht nicht gut aus. Wenn man hier einen Donnerblitz schildet, ist das schon nicht so gut. 2, 3. Machen wir so. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht, aber ja, mal gucken. Kommt höchstens noch einer. Obwohl, das reicht immerhin. 2, 3, 4. So, ich habe leider keine Schilde mehr. Geh mal in Pelippe. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir so, schlecht getimt, aber ich glaube, du warst jetzt so bei 7. Also noch eine Sofortattacke. Dann hast du jetzt den Knirscher gleich. Genau. Vielleicht durch besseres Timing wäre es, glaube ich, was gewesen, aber ja. So, schlucken jetzt leider den Knirscher. Du wirst jetzt wahrscheinlich switchen. Und ich werde dich mit Mantax abschwächen, glaube ich. Okay. 4, 5, 6, 7. Ah, guck, dass das wird hier. Den Charme haut leider schon rein. 1, 2. Oh, so schnell. Ist ja, glaube ich, Charme, ne? Das ging jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, muss ich sagen. So. Da haben wir schon mal abgeschwächt, aber Meteorologe ist halt leider effektiv drüben. Aber ja. 1, 2. Ja, sieht nicht gut aus. Ich glaube, du farmst mich hier einfach. Genau. 2, 3. Oh, okay. Ah, wie viel macht Granbull mit den Charms? Weiß ich jetzt gerade nicht. Mal gucken, wir machen hier noch so einen Lebensschuss. Obwohl, das sieht gut aus, ne? Ich glaube, einen Charme überlebe ich auf jeden Fall. Ja, immerhin, ne? Genau, es sei noch dazu gesagt, wie ihr sicherlich gesehen habt, das Mantax ist nicht so EV-optimiert, aber ich hab's halt, ich weiß gar nicht, wie das Baby von Mantax heißt, aber habe ich halt direkt mal entwickelt, also aus dem Ei geprüdelt entwickelt. Also nicht entwickelt, sondern erstmal die Attacke hinzugefügt, da kostet das ja, glaube ich, nur 10.000 Sternstaub. Und deswegen zocke ich das halt, weil es halt ziemlich günstig war. Ansonsten natürlich lieber ein optimiertes, aber ja, gibt es auch nicht so oft Mantax in der Wildnis. Deswegen, ich glaube, das tut's auch. Und Hauptsache, man hat die Typ, also man hat die Attacken und so weiter. Deswegen, und schluckt ja trotzdem einiges runter. Das ist okay. Wir haben natürlich keine Lust auf Erdkräfte. Und Stein kann er natürlich auch nicht. 4, 5, 6, 7. Machen wir so. Bis jetzt bei 5 Charms, ne? Glaube ich. 6, 7. Okay. Können wir runterschlucken? So, Meteorologe, genau. Leider neutral. Obwohl, wobei es eigentlich gut. Quasi, weil durch den Wassertypen, ne? Das ist halt, sag ich mal, zum Glück nicht effektiv. So. Bringen wir das jetzt raus. Genau, das was gut an Flipper, das ist sehr spammy und macht gut Schaden. Klar, es hält jetzt nicht so viel aus, aber muss es auch gar nicht. Komm schon mal 2 Schilde. Genau, und ja. Bei Flunschig musste ich jetzt schilden. Bei Mantax muss ich jetzt nicht zwingend schilden. Ich müsste eventuell einen Zauberschein befürchten, aber ich glaube, das ist noch kein Zauberschein. Beziehungsweise wahrscheinlich denkst du, dass ich mit dem Flunschig reinkomme, deswegen
direkt auf die Eisattacke, zurecht. Okay. 2, 3. Machen wir so, 4. Ja, theoretisch, wenn du keine Steinkante hast, passt das, aber willst du mich jetzt hier trollen? Willst du mich trollen? Ich weiß es nicht. Ah, das ergibt's dann, okay. Dann, oder ist das ergibt's dann? Was, wisst ihr was? Dann gehe ich einfach raus hier. 2, 3, 4, 5, 6. Reicht das? Wäre lecker, aber. Ja, wobei, Schlammbombe kommen, wurde stärker gemacht. Ist ein bisschen stärker jetzt. Ja, sehr gut. 1, 2, 3. Machen wir so, wir wollen nicht so viel Schaden kassieren. Und genau. Ist hinten noch schön Nocto oder so. Dann ist das Ding gegessen. 3, 4, 5, 6. Ja, mal gucken, ob du mich farmen kannst hier. Dann fertig. Aero ist auf Mantax besser. 8, 9. So, bitte kein Steigerungssieb. Zehn, genau. Okay. Ja, wie gesagt, Mantak kann auch Aeroas, aber ich glaube, Eisstrahl kann eventuell schon Sinn machen gegen, okay. 11, 12, 13, vielleicht glaube ich eh egal. Also auch wenn ich jetzt hier noch Steigerungshieb Schilde, ist nicht so schlimm. Ich glaube, der Eisstrahl müsste es jetzt eigentlich tun auch. Sehr gut. Natürlich auch nicht schlecht, ne? In der Backline, ein Meditales mit Steigerungshieb kann schon eklig sein. Aber Mantax richtet hier. Und ja. Ja, also Philipp hat auch einen guten Job erledigt, aber wir haben halt die Führung gut. Hatten wir halt, war halt auf jeden Fall unser Lead, ne? Muss man dazu sagen. Und dann hat man schon ein einfacheres Game. Deswegen, ja, schauen wir mal weiter. Und aber Vilnona, sie haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen hier. Ja, ist schon cool. Also ich meine, Krypto Vilnona macht schon Bock, vor allem mit Charme. Kann schon was, wenn das Gegnerteam nicht unbedingt Stahl oder sowas hat. Dementsprechend. Ja. Gucken, was der nächste Gegner von uns bereithält. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen ein Deoxys. Ah, wird da sehr eklig, aber mal gucken, ob du auch wieder ködern wirst dann. 5, 6, 8, 9, okay, mal gucken, vielleicht baust du auch auf zweimal Psychschub auf, aber ist halt immer die Frage. So, 10, 11, 12. Oh, jetzt leider massig Energie. Was ich jetzt nicht so gut finde, muss ich sagen. 13, 14, 15. Naja, du könntest jetzt ködern und dann Psycho machen, ne? Okay, perfekt, perfekt. 15. 16. Okay, jetzt wahrscheinlich der Psychschub. Jetzt hast du so, ja, ich sag mal so 3 Sofortattacken Energie. 4, 5. Ich gehe mal zur Sicherheit auf Lagerstuhl. Ich weiß, ob die Schlammbombe es getan hätte, aber ich glaube schon. Wir haben es ja vorhin gesehen, ne? Egal, wir gehen auf Nummer sicher. Und hau nicht hier weg. Boah, okay. 3, 4, genau, das ist 3-mal Charme. Jetzt geht, glaube ich, wieder in unser geliebtes Plipper. Denn wir hatten ja vorhin gesehen, dass schon was anrichten kann. 4, 5, 6, 7, jetzt hast du Meteorologe. Oder vielleicht davor schon, ich weiß gar nicht, aber ja, sagen wir ja, du hast jetzt Meteorologe. Okay, ich glaube, das lasse ich durch, denn wir legen wieder unsere Hoffnungen in Mantax. Jetzt kannst du es hier vielleicht farmen, ja. Halb so wild, denn wahrscheinlich wirst du doch rausswappen. Aber wenn du drin bleibst, dann
Kann ich dann Energie tanken und dich dann abschwächen? 1, 2, 3. Okay. Ich mache erstmal hier den Köder. Guck, ob du den schluckst. So, wahrscheinlich nicht, ne? Weil du weißt ja, dass drüben ja 4, 5, 6, 7. Okay. Halb so wild, ich glaube, ich schilde das nicht. Geh jetzt gleich auf den Eisstrahl. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das der Gleichstand? Oh, okay. Ich muss auf die Wechseluhr achten. So, perfekt. Das Schilden wäre jetzt gediegen. Und mal gucken. Solange du nicht abfängst, ist alles gut hier. Ich weiß nicht, ob du einen Pulver, Meteorologen da ready hattest. 3, 4, 5, 6. Ich muss, glaube ich, einsetzen. Ich hoffe, ich überlebe einen Himmelsfeger. Aber du bist schon zweimal abgeschwächt. Ah, vielleicht kannst du jetzt rausswappen, ne? Ah, das war sehr clever. Denn jetzt bist du nicht mehr abgeschwächt. Das war ein sehr guter Move von dir. War das der Mantagsgrilling Gleichstand? Ja, aber es war wirklich dennoch ein guter Move, denn du hattest den Himmelsfeger. Und der hätte auf jeden Fall gelangt gegen mich. Deswegen dennoch GG. Boah, wir haben jetzt dreimal Vulnona gesehen, ne? Aber Noctu sieht man auch ganz oft. Also auch ein heftiges Ding. Auch gutes Coverage durch den Spukball. Und aber wie gesagt, Eisstrahl war jetzt in dem Fall auf jeden Fall gut, denn hat schon gepfeffert. Ja, und der Aeroas hat bei weitem nicht so viel gemacht. Also ja, ist zwar Step, aber ist eine ganz, ganz blöde Attacke irgendwie. Also, ne, ihr wisst schon, von der Energieeffizienz. Deswegen Eisstrahl hat es hier gelohnt. Und war wieder eine enge Kiste, ne? Ich will es nicht leugnen. Ich meine, das Flunschick auf Noctu wär Leckerbissen gewesen, aber habe ich irgendwie nicht geschafft, das so zu pingen. In dem Sinne, ja, wieder ein guter Lead, also mal schauen, ne? 1, 2, 4, 5, 6, machen wir so. Okay, so, wisst ihr was, ist eigentlich gut, denn ich wollte, glaube ich, eh einen Mantax jetzt. Wegen Abschwächen und so. Ich hätte da wesentlich die Energie abgesaugt hier. 4, 5. Okay, überhaupt kein Problem. Ja, wie gesagt, wir haben Energie auf Flunschlick. Die könnte uns auf jeden Fall weiterbringen. Deswegen hier gehen wir schon auf Blubstrahl. Und ich meine, Flügelschlag macht ja auch ein bisschen was so auf Dauer. Deswegen. Ich glaube, Eisstrahl macht hier überhaupt keinen Sinn. Du wirst wahrscheinlich dann eh rauswechseln. Aber das machen wir jetzt einfach hier. 4, genau. Sehr gut, sehr gut. So. Okay, wie gesagt, die Plumpstrahl-Taktik ist auch ein bisschen eklig, gebe ich zu, aber ich meine, was würdet ihr machen? Man muss ja irgendwie sich hier zu helfen wissen, ne? 2, 3, 4, genau. So. Guck, ob du dann den Swap aufgibst, aber wahrscheinlich hast du eh Doppel-Unlicht, ne? Ich weiß es nicht. Okay, ja, ich glaube, das tanken wir vielleicht noch. Vielleicht gehen wir am Ende dann auf den Eisstrahl mal gucken. Denn, ja. 1, 2, 3. Machen wir jetzt vielleicht Eisstrahl. Und jetzt könnte ich vielleicht snipen sogar mit Flunschlick, oder? Ne, wobei, ich lasse lieber. Und egal, ich weiß, sieht vielleicht blöd aus wegen Runterfarmen. 5, egal. Und jetzt habe ich ja massig Energie. Und werde sie auf jeden Fall hier einsetzen jetzt. 6, 7, 8. Boah, Erdkräfte abfangen wäre geil. Gehst jetzt direkt auf Erdkräfte. Das würde ich jetzt gern wissen. Ich glaube schon. Bitte kein. Nee, Steinkanne macht überhaupt keinen Sinn. Bitte kein Giftzahn. So, das ist jetzt richtig. Sehr gut. So, schon abgefangen hier. 1, 2, 4, 5, 6. Das ist der Giftzahn. Aber ich habe schon so wenig KP.
Ich weiß nicht. Ich habe schon so wenig KP, aber irgendwie. Ja gut, Fundstück ist noch ein Grün, deswegen passt schon. Und wenn nach Tara ist, dann kann ich das runterfarmen. Ich probiere jetzt keinen Voltwechsel. Bei Voltwechsel muss ich halt schnell reagieren. Eins, zwei. Boah, schaffe ich den Orkan? Was swapst du jetzt? Boah, ganz klar. Also da habe ich jetzt ganz schlecht reagiert. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich habe gerade überlegt, habe ich den Orkan schon? Also wie gesagt, gut von dir, leider. Gebe ich zu. Schlecht von mir. Also miserabel. Ich habe das noch hin. Immerhin das noch hinbekommen. Und du bist jetzt, glaube ich, bei 4. Viermal Konter. 5, 6. Oh, bitte kein Ablocker. Bitte kein Ablocker, dann hätte ich direkt einsetzen müssen. Please. Ah, Ablocker, okay. Ich setze nicht direkt ein, einfach. Das war dann ganz schlecht von mir. Puh, jetzt bist du bei 2. Das wird noch schwitzig. 3, 4. Okay, jetzt ist die Frage, setzt du Ablocke ein oder Nachthieb? Puh. 5. Oh, 6. 7. 8. 9. Hat das so lange gedauert jetzt das Match hier? Bitte noch Lag, damit der Timer abläuft. Nee, Spaß. Also, kann auch nichts für den Timer. Also, ich habe da jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Deswegen, sorry an den Gegner. Aber ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich trotzdem geholt, ne? Obwohl, ja, wobei, ich weiß nicht. Ja, egal, also, boah, was war das für ein schwitziges Match? Sorry, aber es waren ja richtig bulky Pokémon hier mit Nachtara und Mantax und dieser ekligen Blubstrahl-Taktik. Also, war jetzt vielleicht nicht so spannend am Ende, aber es war eigentlich effektiv. Wie gesagt, Punktebereich hier war jetzt auf jeden Fall abgeschmiert davor. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben, immerhin. Und muss mal gucken, ob ich das Team weiter zocke. Aber es ist im Grunde nicht so schlecht. Und es macht schon Bock irgendwie, ne? In dem Sinne, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Erfolg, sehr viel Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal, ne? Ciao, ciao.